Eines Nachmittags trieb Hermann im Boot langsam die Kockel hinunter. Wolken waren vor die Sonne gezogen und von Südwest her strich Wind über den Fluss. Er wollte in Ruhe nachdenken. Ihm war im Roman etwas aufgefallen, das nicht stimmen konnte. Hatte Wern einen Fehler gemacht? Die Kanone war zu kurz, trotz ihrer 274 Meter. Nervös rechnete Hermann noch einmal die Kraft aus, die auf die Mondfahrer wirkte, wenn sie durch den Schuss mit der Kanone auf die Fluchtgeschwindigkeit beschleunigt wurden, auf jene 11.000 Meter in der Sekunde. Inständig hoffte er, sich bisher verrechnet zu haben, aber so oft er die Werte auch in die Formeln einsetzte, das Ergebnis blieb immer dasselbe. Das zigtausendfache der Erdanziehung drückte auf die Mondfahrer. Völlig ausgeschlossen, dass sie den Kanonenschuss überlebten. Wenn sie im Weltraum ankamen, schwebten sie als fleischiger Brei im Projektil. Hermann wippte unruhig vor und zurück. War die Reise zum Mond gar nicht möglich? Der Himmel wurde dunkler, das Boot schaukelte, der Roman rutschte von der Sitzbank in den Bootsbauch. Hermann sah sich um. Rechts am Ufer zogen die Brombeerbüsche vorbei, links die herbstbunten Wälder des Siechhofbergs. Der Wind wurde stärker, es begann zu regnen. In der Ferne sah Hermann schemenhaft die Burg, aus der die Spitze des Stundturms ragte. Er dachte darüber nach, wie es wohl wäre, im Boot sitzen zu bleiben und dem Lauf der Kockel zu folgen. Die Burg hinter sich zu lassen, die Bergschule, das Elternhaus und sich vom Fluss treiben zu lassen, bis hin nach Blasendorf, wo sich die große Kockel mit der kleinen Kockel vereinigte, dann noch weiter bis in die Meere, dann in die Theiß, die Donau hinunter bis zum Schwarzen Meer und dann irgendwohin. Es donnerte, der Regen peitschte Hermann ins Gesicht und er musste sich festhalten, um nicht aus dem Boot zu fallen. Die Zettel mit seinen Berechnungen fielen aus seinem Schoß in den Bootsbauch, wo schon das Wasser stand. Plötzlich schlug drüben im Wald ein Blitz ein. Er erschrak und sprang über das Heck in den Fluss. Er geriet unter Wasser, Kälte umgab ihn, es gurgelte, der Schatten eines Fisches huschte vorbei. Hermann strampelte wild, tauchte wieder auf, rang nach Luft. Mühsam kämpfte er sich ans Ufer, die Kleider klebten schwer an seinem Körper. Er schaute auf den Fluss. Durch seinen Sprung hatte er dem Boot einen Stoß gegeben und es noch tiefer in die Kockel hineingestoßen. Zitternd stand er im aufgeweichten Sand und sah zu, wie es langsam forttrieb. Plötzlich durchzuckte etwas seine Gedanken. Sein Sprung? Ein Stoß? Er rannte zurück ins Wasser, schwamm ein paar Züge, bekam das Boot am Heck zu fassen und zog es mit aller Kraft ins flache Wasser. Hastig stieg er auf das Heck und sprang ans Ufer. Er drehte sich um. Das Boot entfernte sich langsam. Schnell holte Hermann es wieder zurück, stemmte eilig ein paar schwere Ufersteine hinein und kletterte hinterher. Er schleuderte den ersten Stein über das Heck hinaus. Das Boot löste sich vom Ufer. Er warf den zweiten Stein. Es wurde schneller. Er warf den dritten, dann den vierten und mit jedem beschleunigte es weiter. Er klatschte in die Hände, sprang auf, jubelte. Der Regen prasselte auf ihn nieder. Er wusste nun, was die Lösung für Werns Fehler war.